Madame David verdient monatlich 2.401 Euro. Ihr Lohn wird nun um 1,8% erhöht. Wie viel Euro verdient sie nach der Lohnabrechnung mehr im Monat? 5 Millionen. Nee. 43,22 Euro. Ich werde es nie verstehen. Müffel! Komm her! So, ich fahre schnell zu Vero in die Praxis. Salut, Magali! Ich bin kurz weg. Macht es dir was aus, wenn ich auch schon gehe? Ich bin, müde. Schade. Mathe ohne dich ist doof. Na, Müffel, hilfst du mir jetzt wenigstens? Zu trocken für diese Jahreszeit. Und ein, zwei Kannen schaffe ich ja, aber fünf? Ich hätte sie ja längst rausgerissen, aber mein Mann mochte sie so gerne. Züchten Sie auch Tomaten? Meine Mutter züchtet alles Mögliche. Ich könnte ja das nächste Mal welche mitbringen, wenn sie bis dahin nicht vertrocknet sind. Wie lange ist Ihr Mann jetzt schon? Dr. Gilbert, gibt's einen Notfall? Wie lange? Bis ich weiß, was Madame Legrand fehlt? Ja, aber Dr. Simon. Ach, wissen Sie was? Klären Sie das unter sich. Keiner will zu Dr. Simon. Der fasst einen ja nicht mal an, wissen Sie? Es ist eher so ein leichtes Zerren hier an der Seite. Ziehen an der Seite. Links oder rechts? Mal so, mal so. Hi. Wunderschön, Ihre neue Praxis. Ich meine, hier kommt man ja wirklich... Einen Moment mal bitte, damit ich den Herzschlag hören kann. Therese? Oh, pardon, Paulette hat gesagt, ich könnte einfach reinkommen. Bonjour, Kathleen. Bonjour. Hübsch geworden hier. Wo ist denn der Schreibtisch von Serge? Drüben bei Dr. Simon. Aber geh ruhig rein. Grüß ihn von mir. Stell ihn einfach bei der Arbeit. Der Blutdruck ist einwandfrei. Einatmen. Und ausatmen. Und? Herzschlag intakt, Atmung ist in Ordnung. Madame Cabot, mir sitzt das blühende Leben gegenüber. Das sagen Sie nur, um mich loszuwerden. Ich glaube Ihnen kein Wort. Hängen Sie sich das an Ihren Spiegel. Ich habe das Herz einer schlanken 40-jährigen Nichtraucherin? Das hält auch eine Weile durch. Ich gehe lieber noch mal zu Frau Doktor. Die nimmt sich mehr Zeit. Kommt aber zum selben Ergebnis. Ich bin ganz gesund. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber kann es sein, dass Sie... Ich bin nicht depressiv. Aber einsam? Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem gesprochen? Außer mit mir. Ich spreche mit meinen Tomaten. Und außer den Tomaten, gibt es da noch jemand? Meine Pfirsiche? Paulette, wie lange ist die schon da drin? Genug, Dr. Simon. Ich bin nicht Ihre Stoppuhr. Reden Sie mit ihr. Kathleen? Na, endlich. Und Sie kommen dann nächste Woche noch mal, ja? Und rufen Sie Ihren Sohn doch einfach mal wieder an. Ich will doch lieber noch mal zu Ihnen, Dr. Gilbert. Und zwar genauso lang wie Madame Legrand eben. Kein Problem, aber einen Moment bitte noch, ja? Sind die alle von Therese? Das sind Drachenbäume. Saugen Schadstoffe aus der Luft. Schlechte Laune auch? Dann hätten wir hier sofort ein besseres Arbeitsklima.